Schon in der heutigen Zeit, bei der aktuellen Gesetzeslage, hat ein Praktikant sehr viele Rechte. Das fängt an mit dem Ausbildungs- und Beschäftigungsrecht. Ist der Vertrag geschlossen worden und startet das Praktikum, dann hat der Praktikant das Recht, ausgebildet zu werden und Tätigkeiten zu erbringen, die im Zusammenhang mit seiner Ausbildung stehen. Das gilt für alle Praktiker. Für die freiwilligen Praktiker gilt auch, dass der Praktikumsgeber das Praktikum vergüten muss. Das ergibt sich aus dem Berufsbildungsgesetz. Problematisch ist es bei den verpflichtenden studierenden Praktika mit Hochschulbezug. Dort sagt ja das Bundesarbeitsgericht und die herrschende Meinung der Rechtsliteratur, es handelt sich nicht um einen privatrechtlichen Vertrag, sondern, weil es in den Studienordnungen so vorgeschrieben ist, um eine studentische Ausbildung. Davon halte ich als Verfasser auch des Praktikumsrechts gar nichts. Denn es kann nicht sein, dass Studierende in verpflichtenden Studierendenpraktika mit Hochschulbezug genau dieselbe Tätigkeit erbringen, das heißt, sich ausbilden lassen, aber auch Nebentätigkeiten erbringen, wie bei einem freiwilligen Praktikum, bei einem verpflichtenden Studierendenpraktikum, aber nichts bezahlt wird, bei einem freiwilligen Praktikum, aber doch, weil die Studienordnungen logischerweise freiwillige Praktika nicht vorsehen oder vorschreiben. Also muss es aus meiner Sicht für jeden Studierenden, der ein Praktikum absolviert, auch eine Vergütung geben. Ein ganz wichtiges Recht ist die Fürsorge des Praktikumsgebers gegenüber dem Praktikanten. Heißt, natürlich muss er die Räume, in denen sich der Praktikant bewegt, natürlich müssen die Gerätschaften, die er dem Praktikanten überlässt, die müssen sicher sein und dürfen nicht gesundheitsgefährdend sein. Dazu kommt, dass das Persönlichkeitsrecht des Praktikanten äußerst schützenswert ist. Nehmen wir das Beispiel des Datenschutzes. Zeugnisse, sonstige Informationen, die der Praktikant bei der Bewerbung dem Praktikumsgeber überlassen hat, dürfen verständlicherweise nur vertraulich behandelt werden und nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Der Urlaub ist für mich ein ganz wichtiges Thema für Praktikanten. Solange es sich um freiwillige Praktika handelt, ist das kein Problem. Da gibt das Berufsbildungsgesetz diesen Praktikanten die Chance, Urlaub zu bekommen, weil das Bundesurlaubsgesetz anwendbar ist. Problematisch wieder bei dem verpflichtenden Studierendenpraktikum mit Hochschulbezug, wo ja leider die herrschende Meinung der Rechtsliteratur und das Bundesarbeitsgericht immer noch sagen, dass es eben keine Ausbildung im Sinne der Berufsausbildung des Berufsbildungsgesetzes ist. Auch hier sage ich, wer ein fairer Praktikumsgeber ist, der hat Urlaub auch bei einem verpflichtenden Studierendenpraktikum mit Hochschulbezug zu gewähren. Ein bedeutendes Recht des Praktikanten ist bei Beendigung des Praktikums auch die Zeugnisse. Entgegennahme. Das heißt, der Praktikumsgeber muss ein Zeugnis erteilen, und zwar ein qualifiziertes Zeugnis. Da darf nicht nur drinstehen, welche Art, welcher Ort und welcher Zeitumfang und welche Tätigkeit dieses Praktikum beinhaltete. Nein, es müssen auch Leistung und Verhalten beschrieben sein. Und das Praktikumszeugnis ist grundsätzlich am letzten Tag des Praktikums zu überreichen. Okay, es kann auch etwas später erfolgen, aber ich erlebe es immer wieder, dass Praktikanten bis zu einem Jahr auf ihr Praktikumszeugnis warten und das ist viel zu lang. Interessiert ihr euch für mehr Informationen zum Thema Praktikumsrecht? Schaut unter www.wissen-kompakt.eu oder in meinem Buch Praktikumsrecht, die wichtigsten Fragen und Antworten.